Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Ich bin der Erste, der es zugibt. Wir waren fürchterliche Kinder. Während meiner Entwicklungsjahre habe ich viel Zeit mit Evan, Gary, Josh und Rob verbracht und wir waren ziemliche Nervensägen. Evan hatte immer irgendeine bescheuerte Idee, während wir uns gegenseitig zu Schlimmeren aufstachelten. Den einen Tag forderten wir uns heraus, ein Fenster einzuschlagen, den anderen ließen wir vielleicht den Hund von jemandem frei. Einmal haben wir sogar einen Dachs gefangen und ihn in das Auto unseres Sportlehrers gesperrt. Ich weiß, dass das alles furchtbar war, aber wir haben uns nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie sich andere fühlten. In unseren Köpfen ging es immer nur darum, unsere Grenzen auszuloten und nicht um die anderen. Wir waren damals ziemlich egoistisch. Es war jedenfalls Sommer und ich 12 Jahre alt. Es war das erste Mal, dass alles wirklich aus dem Ruder lief. Evan hatte die Handfeuerwaffe seines Vaters gefunden. Einen alten Revolver. Er hatte ihn mit 6 Kugeln geladen und wir wollten runter zum alten Lagerplatz gehen, um ein paar Dosen zu schießen. Der Ort war seit Jahren verlassen und das Einzige, was übrig geblieben war, waren leere Lagercontainer. Die meisten von ihnen standen etwa seit den 70er Jahren dort. Sie waren vollkommen zugerostet. Wir durften jedenfalls alle einmal mit der Waffe schießen. Gary traf eine Glasflasche, die auf Anhieb zerbrach. Josh traf zwar auch eine, aber sie zersprang dabei nicht und Rob verfehlte sie gänzlich. Ich hingegen schoss auf eine Dose, die daraufhin nach hinten flog. Wir jubelten jedenfalls beim Schießen und reichten sie herum, während wir so taten, als wären wir Actionhelden. Als noch 2 Kugeln übrig waren, war Evan an der Reihe. Er hatte die Pistole mitgebracht und wir waren alle der Meinung, dass er 2 Schüsse abgeben sollte. Er posierte mit der Waffe, als wäre er der Terminator. »Ich habe eine Herausforderung für euch, Spritzer«, grinste er. »Einer von euch muss in einem Container schlafen.« »Auf keinen Fall«, sagte Gary. »Das ist eklig, da sind überall Ratten.« »Ja, Mann, scheiß drauf, das macht doch keiner freiwillig«, warf Josh ein. Evan drückte ab und schoss direkt auf den Boden. Keiner war darauf gefasst, also traten wir alle einen Schritt zurück. Aus dem Loch im Boden stieg Rauch auf. Er hielt die Waffe hoch und richtete sie auf uns, einen nach dem anderen. »Wir brauchen einen Freiwilligen«, sagte er. »Oder wir spielen russisches Roulette. Willst du als Erster anfangen?« Er zielte auf mich und ich machte mir fast in die Hose. »Verdammt nochmal«, schrie Rob. »Gut, ich mache es, aber nimm die Waffe runter.« Evan lächelte nur. »Das ist alles, was ich wollte. Wir holen dich da morgen ab«, sagte er. Evan suchte nach dem ältesten und ekelhaftesten Lagercontainer auf dem Hof. Er stand halb versunken in einer großen, mit Öl gefüllten Pfütze und mit so viel Graffiti beschmiert, dass man die ursprüngliche Farbe nicht einmal mehr erkennen konnte. Er musste dort schon seit Jahrzehnten gestanden haben. Die Türen waren jedenfalls so verrostet, dass wir uns alle ziemlich anstrengen mussten, um überhaupt die Tür so weit zu öffnen, dass jemand hineinschlüpfen konnte. Der ganze Geruch hat sich mir ziemlich fest ins Gedächtnis gesetzt. Luft sollte nicht so riechen. Rob schlüpfte hinein und fiel dabei fast hin. Der Container hatte eine starke Schieflage, also kroch er drin, um das Gleichgewicht halten zu können. »Evan, bitte ich...« »Rob, ich habe eine verdammte Knarre dabei. Josh ist letzte Woche in ein Auto eingebrochen. Du bist der Einzige, der hier das Weiche ist. Ich habe doch nur...« Evan knallte die Tür zu. Er lachte so sehr, dass wir ihm nervös folgten und genauso nervös mitlachten. Wir verließen daraufhin den Lagerplatz. Evan brachte die Waffe zurück und wir gingen ein Eis essen. Ich machte mir jedoch keine großen Sorgen um Rob. Wir hatten schon Schlimmeres miteinander gemacht, seit wir 7 waren. Aber trotzdem, wenn Rob nicht eingeschritten wäre, hätte ich die Nacht in dem Lagercontainer verbringen müssen. Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, aber als wir am nächsten Tag zurückkehrten, entdeckten wir etwas. Wusstest du, dass Rost den Sauerstoff aus der Luft saugt? Dieser Lagercontainer war durch und durch verrostet.
Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst, als ich den Lagercontainer öffnete und dieses blasse Gesicht sah, das aus einem blauen, pastellfarbenen Kapuzenpullover herausschaute. Wir riefen daraufhin die Polizei und mit ihnen kam auch ein forensisches Team. Wir haben allen die Wahrheit erzählt und man sagte uns, dass alles nur ein tragischer Unfall gewesen sei. Evan versuchte es so aussehen zu lassen, als Rob es gewollt hätte, und ich hingegen sagte es so, wie es war. Es war eine Herausforderung. Wir haben so etwas ständig gemacht. Die örtliche Polizei kannte schließlich unsere Streiche, aber damit hatten wir die Grenze überschritten, mit der keiner gerechnet hatte. Gary zog ein Jahr später aus der Stadt und Josh wurde auf eine andere Schule versetzt. Evan hingegen musste ein Schuljahr wiederholen und wir hatten ihn so irgendwie aus den Augen verloren. Nach nur einem Jahr war ich der Einzige, der von der alten Clique übrig geblieben war und meine gesamte Persönlichkeit hat sich dadurch verändert. Ich hatte Probleme mit Albträumen. Ich stellte mir vor, wie ich in diesem Lagercontainer festsaß und wie sich meine Lungen mit Metallstaub füllten. Dieser schreckliche, säuerliche, metallische Geruch. Der schräge Boden, der mich immer weiter vom Licht über mir entfernte. Ich sank immer tiefer in ihn hinein. Ich musste daraufhin eine Therapie machen und habe jahrelang versucht, einfach ein normales Leben zu führen. Meine Eltern haben mich dabei auch sehr unterstützt. In gewisser Weise waren sie sogar stolz darauf, dass ich die Wahrheit gesagt und zu unseren Fehlern gestanden hatte. Sie gaben mir nicht die Schuld für das, was passiert war, auch wenn sie sehr enttäuscht waren. Sie wussten, dass wir einfach nur Idioten waren, aber sie wussten ebenso gut, dass ich nie wieder so sein würde. Ich wünschte, es wäre so einfach gewesen. Als ich aus meinen Teenagerjahren herausgewachsen war, blickte ich mit Scham auf die Zeit mit der Clique zurück. Die anderen Jungs hatten jedoch nicht so viel Glück wie ich. Gary wurde mit 17 wegen Autodiebstahls in den Jugendknast gesteckt, Evan verließ die Highschool innerhalb weniger Wochen und Josh hat sich ganz gut geschlagen, aber war ein Außenseiter an der anderen Schule. Es stellte sich auch heraus, dass er sich als schwul outete und scheinbar hatten eine Menge Leute ein Problem damit. Es gibt immer eine Clique. Wenn es nicht wir waren, dann war es jemand anderes. Einer nach dem anderen schien vom Erdboden zu verschwinden und Gary war der Erste. Er starb in der Jugendstrafanstalt, erdrosselt in der Dusche. Es gab zwar ein paar Verdächtige, aber man konnte es niemandem nachweisen. Evan hingegen erschoss sich auf der Toilette seines Teilzeitjobs in der Innenstadt. In seinem Abschiedsbrief stand nur, dass sich alle zum Teufel scheren sollten. Vor einem Jahr waren die einzigen noch lebenden Mitglieder unserer alten Clique Josh und ich. Wir hatten seit über einem Jahrzehnt nicht mehr miteinander gesprochen. Vor nicht allzu langer Zeit traf ich ihn jedoch zufällig in einem Café und wir beschlossen, uns hinzusetzen und uns ein wenig zu unterhalten. Ich erwähnte ihm gegenüber meine Freundin Rosie und er erzählte mir ausführlich von seiner Verlobung mit einem Mann namens Harold. Sie planten wohl einen gemeinsamen Umzug nach Wisconsin. Ich bemerkte jedoch, dass im Hintergrund irgendwelche negativen Schwingungen waren. Josh schüttelte jedoch nur den Kopf. »Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden«, sagte er. »Es ist irgendwie alles seltsam.« »Inwiefern seltsam?« »Denkst du nicht auch manchmal an ihn?« Er brauchte nicht zu erklären, wen er meinte. Natürlich war es Rob, unser ewiger Er. Die Bilder blitzten vor meinen Augen auf. Der Boden des Containers, meine nassen Füße, das Ersticken. Ich war noch nie dort, aber es fühlte sich an, als wäre ich dabei gewesen. Die ganze Zeit, gab ich zu. Glaubst du, er denkt auch an uns? Die Frage traf mich unvorbereitet. Als Josh meine Verwirrung sah, lächelte er nur und winkte ab. Macht nichts, lächelte er. Lass mich die Rechnung holen. 2 Monate später war Josh tot, ertrunken in der Badewanne. Er hat es nie mit Harold nach Wisconsin geschafft. Und von da an ging mein Leben den Bach runter. Ich begann wieder diese Albträume über den Lagercontainer zu haben. Ich stellte mir vor, wie ich an der verrosteten Tür stand und hinunterschaute. Ich sah all ihre Gesichter, blass und leblos und wie sie zu mir hochstarrten. Irgendetwas zwang meinen Körper hineinzugehen und mich ihnen anzuschließen. Egal wie sehr ich mich versuchte, davon abzuhalten, ich lief immer weiter hinein. Der steile Metallboden ließ mich ausrutschen und gerade als meine Füße ihre nach mir greifenden Hände berührten, wachte ich auf. Überall auf meinem Kopfkissen waren Handabdrücke. Rostige Handabdrücke. 2 Wochen nach Joshs Beerdigung bekam ich einen Brief. Er wurde mir als Teil seines Testaments zugesandt.
Das Papier war mit rostigen Handabdrücken übersät und schien in Panik gekritzelt worden zu sein. Mein Name stand ganz oben auf dem Papier, daher wussten sie wahrscheinlich, an wen sie ihn schicken mussten. Bleib nicht zu lange an einem Ort. Er sucht nach dir. Das war die erste Zeile. Der Brief war wie eine Liste geschrieben. Schlaf im Badezimmer, da gibt es weniger Ablagerung. Das erklärte, warum er auch dort gefunden wurde. Versuche nicht zu schlafen, denn dann kommt er und sucht nach dir. Eine weitere Erklärung. Er musste vor Erschöpfung in der Wanne eingeschlafen sein. Wenn du das liest, bin ich schon bereits tot. Bitte erzähle Harold nichts davon. Sei vorsichtig. Ich dachte nicht, dass ich in dieser Nacht schlafen würde, aber ich tat es. Ich war so gestresst, dass mein Körper einfach abschaltete. Über Stunden klopfte mein Herz extrem und das Adrenalin forderte irgendwann eben seinen Tribut. Merkwürdigerweise war mein Schlaf völlig traumlos und ich war mir der Umgebung, in der ich mich befand, völlig bewusst. Deshalb reagierte ich auch so schnell, als ich die Badezimmertür öffnete. Jemand war in meiner Wohnung. Ich schoss aus dem Bett, schnappte mir meine Schlüssel und mein Telefon und rannte daraufhin einfach los. Raus ins Treppenhaus und wurde von einem schrecklichen metallischen Geruch überwältigt. Ich war fast am Ersticken und musste mich an der Wand abstürzen. Dann schaute ich zurück. Da stand er, so wie wir ihn zurückgelassen hatten, in demselben pastellblauen Kapuzenpulli. Dasselbe blasse Gesicht, das vor Rost nur so triefte. Rote Schlieren an den Ohren, Nase, Mund und Augen. Die Haare auf der linken Seite seines Kopfes standen gerade nach oben, als hätte er in einem seltsamen Winkel geschlafen. Er war wegen mir gekommen. Ich spürte, wie meine Gelenke anfingen zu schmerzen. Schnell eilte ich die Treppe hinunter und spürte, wie etwas in meinem linken Knie knackte. Zwar stürzte ich, aber konnte mich gerade so noch auffangen. Glühbirnen über mir begannen zu platzen und mit einem Mal wurde alles dunkel und die Luft stickig. Ich konnte zwar mein Bein nicht belasten, aber ich humpelte in den ersten Stock hinunter. Ich erlebte nun meinen Albtraum. Die Dunkelheit kam näher. Etwas griff nach mir und zog mich hinunter, woraufhin ich durch die Tür und in die kühle Nacht stürzte. Als ich draußen war, musste ich mich übergeben. Rost. Ich hustete. Noch mehr Rost. Das ist jetzt schon Wochen her und ich habe seither mein Leben nach Joshs Brief gelebt. Wenn ich länger als ein paar Nächte am selben Ort bleibe, ist irgendwann alles mit Rost bedeckt und mein Husten wird schlimmer. Ich darf nichts in meiner Nähe aufbewahren, sonst greift der Rost an und er scheint aktiver, wenn ich schlafe. Ich bin einmal in meinem Auto eingeschlafen und am nächsten Morgen war das verdammte Ding hinüber, samt dem Schlüssel. Manchmal sehe ich den pastellblauen Kapuzenpullover im Vorbeigehen. Manchmal befindet er sich am Straßenrand oder auf der anderen Straßenseite bei einem bekannten oder entfernten Familienmitglied, das so freundlich ist, mich für die Nacht aufzunehmen. Er ist auf der Suche nach mir. Er ist nicht schnell, aber er kommt. Er hat sich mich bis zum Schluss aufgehoben. Ich schlafe hauptsächlich in Badezimmern, aber ich fülle die Badewanne nicht mit Wasser. Ich habe aus Joshs Fehlern gelernt. Es bildet sich zwar immer noch irgendwann etwas Rost, aber wenn ich genug Abstand gewann, konnte ich normalerweise einen Tag länger dort bleiben, wenn ich wachsam blieb. Ich fahre so oft wie möglich mit dem Bus oder der Bahn. Ich kann mir nicht ständig neue Autos leisten und nachdem ich schon den dritten Mietwagen ruiniert habe, ist niemand mehr bereit, mir einen zu leihen. Koffeintabletten sind auch buchstäbliche Lebensretter, aber ich weiß nicht, wie viel mein Herz noch verträgt. Ich bin so verdammt müde. Mein linkes Knie ist immer noch kaputt und schmerzt einfach nur. Ich habe es einmal bei einem schlimmen Sturz aufgeschürft und ich bin mir nicht sicher, ob es Blut oder Rost war, der da herauskam. Meine Haut blätterte jedenfalls wie Rost herunter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich schreibe dies von einem Computer in einer öffentlichen Bibliothek. Ich tue dies zwar in Eile, aber es bildet sich bereits der Rost und die verdammte E-Taste klemmt ständig. Mein Husten wird auch immer schlimmer. Außerdem schlafe ich kaum und meine Hände sind voller Rost. Ich habe sie mir inzwischen so oft gewaschen, dass ich bereits Ausschlag bekomme und dennoch kehrt der Rost immer wieder zurück. Heute Nacht zieht ein Sturm auf und ich glaube nicht, dass in nächster Zeit Züge oder Busse fahren werden. Ich werde versuchen, so lange wie möglich zu laufen, aber ich habe Angst, dass ich einfach am Straßenrand zusammenbreche. Ich werde vielleicht versuchen, per Anhalter zu fahren, aber ich möchte auch niemanden in Gefahr bringen. Meine Familie hat keine Ahnung, wo ich bin oder was ich tue. Rosie ist wahrscheinlich verrückt vor Sorge.
Ich bin mir nicht sicher, warum mein erster Instinkt war, von Freunden und Familie wegzukommen, aber ich will da niemanden hineinziehen, wenn er von all dem nichts weiß. Weißt du? Ich denke, ich sollte tun, was Josh getan hatte. Nur für den Fall. Es alles aufzuschreiben. Deshalb bin ich hier. Dieser Husten bringt mich langsam um. Er reibt an meiner Lunge und ich bin mittlerweile so blass wie ein verdammter Geist. Bitte helft mir. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe.